Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Wir haben es kurz vor neun, sind immer noch am Garanga und Klärchen ist wieder da. Ja, irgendwie, wenn wir unterwegs sind, ist Klärchen immer da. Und wir machen gerade, keine Ahnung, ob man es sehen kann, Frischwasser. Weil hier gibt es Frischwasser auf jeden Fall umsonst, aber kostenlos. Denn umsonst ist es ja nicht, wir brauchen es ja. Und ja, unser nächstes Ziel heute ist definitiv die Atlantikstraße. Ich wollte gerade Adlerstraße sagen, aber es wäre nicht so verkehrt gewesen, weil die ist auch unser Ziel. Ja, da müssen wir rüber. Denn da hinten ist sie. Und wir haben wieder zwei Kreuzfahrtschiffe da. Einmal die Magellan und die Artania von Phoenix Reisen. Ja, die wollen wir uns auch gleich nochmal anschauen. Dafür gibt es so einen Rastplatz, hoffentlich ist er nicht so ganz voll. Und ja, Stefan ist am Wasser tanken und ich stehe einfach nur schön rum. Das kann ich am besten. Und schon wieder ein Schiff, schon wieder von Phoenix Reisen. Na sowas. Aber diesmal nicht das ZDF-Traumschiff, die Amadea, sondern die Artania. Bekannt aus Verrückt nach Meer. Wenn ihr jetzt die neue Staffel euch dann angucken wird, die kommt Ende, weiß ich gar nicht, nee, die kommt erst nächsten Jahr wieder, Ende des Jahres. Da werdet ihr sie nicht sehen. Weil Verrückt nach Meer will nicht mehr auf Artania drehen, sondern nur noch auf Albatros und auf der Amera, auf dem neuen Schiff. Ich gehe auch davon aus, dass die da drüben auch einfach mal die Schnauze voll haben und sagen, ey Leute, ich will ja eine Kreuzfahrt machen und nicht andauernd vom Fernsehteam überwacht werden. Das ist halt das Problem, wenn du halt auf so einem Schiff bist, dann kann es durchaus sein, dass Bereiche gesperrt sind und das ist doch, naja, nicht komplette, dann kannst du es halt nicht komplett genießen. Genau, was können wir noch zu Artania sagen? Wir sind ja schon vorbereitet. Kapitän ist der Robert Frohnenbrock, den kennen richtig. Wir auch noch heute mehr und Kreuzfahrtdirektor ist Thomas Gleis. Auch richtig. Kennen wir alle Mann aus dem Fernsehen. Gesehen haben wir heute noch keinen, also von daher. Genau. Der Bernd ist definitiv nicht dort an Bord, der ist nämlich auf der Albatros, der ist irgendwo anders unterwegs. Ja. Und wer sonst da noch so drauf ist, kein Plan. Irgendwelche Gäste, die vielleicht dort zu sehen sind. Ja, wir wollen, und da drehen wir einfach mal jetzt weiter die Kamera. Da oben hoch. Da oben hoch. Da irgendwo da hinten, da wollen wir hoch. Die sogenannte Adlerstraße. Genau. Da wollen wir jetzt hin, weil ja, wir haben genug vom Garanga gesehen. Wir können jetzt mal was anderes sehen. Richtig. Alles klar. Jetzt geht's weiter. Bis später dann. Knapp zweieinhalb, stimmt gar nicht, zwei Jahre sind wir wieder hier an diesem Platz. Wir zeigen mal ein Bild gerade, wie das vor zwei Jahren aussah. Jetzt sind andere Schiffe da, diesmal ist es nicht die MSC Preziosa, sondern wie gesagt die Magellan und die Artania. Die sieht man dort, jetzt muss ich gucken, mit dem Finger. Das ist die Artania, das ist die Magellan. Wie gesagt, zwei Kreuzfahrtschiffe. Pi mal Daumen 2000 Leute da. Letztes, also vor zwei Jahren mit der Preziosa, waren es mal 4000 Leute. Ist doch so schon angenehmer. Die nächsten Busse werden dann auch gleich kommen und dann ist es sehr schnell überlaufen und wir müssen aufpassen, dass wir auch noch Parkplätze hier kriegen. Beziehungsweise, dass wir hier wieder rauskommen, weil das geht relativ schnell, dass man hier nicht mehr rauskommt. We'll be right back.
Von der Adlerstraße sind wir schon lange weit, weit weg. Und eine Fähre lag schon dazwischen. Genau. Und ja, jetzt stehen wir vor der nächsten Fähre. Und zwar da hinten, was ihr jetzt nicht sehen könnt, da ist Molde. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da wollen wir auch schauen, wenn wir da einen Kiwi-Markt finden, dass wir da einkaufen. Mhm. Dann schauen wir uns die Spritpreise an, weil wenn die einigermaßen gut sind, werden wir natürlich nochmal voll tanken. Ja. Ja, also einiges, wo wir jetzt drauf achten müssen. Wir werden wahrscheinlich nicht rüber mit der Fähre mitkommen. Gehen wir mal davon aus. Erst 45. Die nächste dann. Also 30 ist jetzt die nächste und dann 45 danach die nächste. Genau. Jede Viertelstunde, weil wir zeigen mal, wieso. Ist voll hier. Ja, da stehen ein paar Autos. Ja. Und wir gehen davon aus, dass das nicht alles passt. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben Zeit. Und wir wussten ja, irgendwann muss man auch wahrscheinlich ein bisschen anstehen. Also, dass das jetzt immer so rucki-zucki geht, das wussten wir, das kann nicht sein. Eher unwahrscheinlich, genau. Jo. Das heißt, wir warten die Zeit ab und genießen das, was jetzt hier noch kommt. So ist es. So, und wir sind tatsächlich auf der Fähre mit draufgekommen. Da sind noch so viele hinter uns mit draufgekommen. Also sind wir jetzt schon bald in Molde, wahrscheinlich in einer, naja, 10 Minuten, 15 Minuten sind wir drauf. Stefan macht Fotos und die blenden wir euch dann jetzt gleich ein, damit ihr mal seht, was hier, wie die Aussicht hier ist. Leute, wir sind angekommen. Genau. Das, was ihr da seht, ist der Atlantik. So ist es.
Wir sind tatsächlich endlich auf der Atlantikstraße. Da sind nur noch ein paar Reste zu sehen. Ja, sind schon über die Brücken. Wir werden gleich mal die Kamera wechseln und dann mal einmal rumfilmen, würde ich sagen. Genau. Gegebenenfalls ohne Ton oder Nachton, weil wir wissen nicht, weil hier ist doch ein bisschen windig. Das müsst ihr dann mal einfach sehen. Das sehen wir dann. So, das ist die Hinteransicht. Natürlich ist die Sonne so bombastisch heute, dass überall blitzt. Da hinten ist diese berühmte Brücke. Über die sind wir schon rübergefahren. Parkplätze, ist ja Hochsaison, ist natürlich ein bisschen schwierig hier heute. Aber nicht schlimm, wir haben jetzt hier einen Parkplatz gefunden. Wie man sieht, überall stehen die Camper. Sind auch weitere hier mit der Drohne im Gange. Da hinten geht's raus zum Atlantik. Einfach schön. Einfach schön. So, ich würde sagen, wird Zeit, dass wir mal die Drohne in die Luft jagen, wa? Jo. Mal sehen, was die für eine Aufnahme macht. Ich hoffe, es hat euch der Drohnenflug gefallen. Glaube, es sind ein paar ganz nette Aufnahmen geworden. Wir machen jetzt eine kleine Vespa, wo auch neben uns ein Spanier steht, was Marcel noch gerade gesagt hatte. Also es gibt die leckere, ja, ich würde sagen, es ist sowas wie eine Mortadella in Deutschland. Also mal gucken, wir haben es noch nicht probiert. Wir werden es jetzt mal testen und von daher Mahlzeit. Wieder eine Fähre. Genau, und zwar von. Genau. Ja, ich sag jetzt Kannestraum nach Halsa. Ja, das Navi hat es auch komisch ausgesprochen. Ja. 150 Kronen, also Pi mal Daumen, 15 Euro. Wir sind echt gespannt, was das am Ende gibt. Das wird schon einiges an Fähren kosten. Weil wir werden definitiv ja ein Fazit-Tipps-Video am Ende wieder machen. Mit Kosten, Aufstellung und allem. Also seid mal gespannt, was wir so an Kosten haben. Ja. Wir sind es auf jeden Fall auch. Ja, sind jetzt auf jeden Fall weiter, als wir wollten. Eigentlich wären wir nämlich vor der Fähre, hätten wir gesagt, Schluss, aus, Ende. Ja, aber es geht noch. Man kann noch fahren. Genau, 150 Kilometer wären es jetzt bis Trondheim. Das werden wir wahrscheinlich nicht machen. Wir werden wahrscheinlich in gut anderthalb Stunden aufhören mit fahren. Dann ist es 17 Uhr, weil wir müssen ja noch einen Schlafplatz suchen. Ja. Dann wollen wir noch Essen kochen und deshalb, ich denke mal, dann sind wir aber ein gutes Stück voran zu einem Ort, wo wir eigentlich am Anfang der Reise oder da, wo wir die Reise geplant haben, gar nicht hin wollen. Das ist richtig. Lasst euch überraschen. Genau, es geht also noch viel weiter als geplant. Wir geben schon mal einen Tipp, es wird nicht das Nordkap. Da waren wir schon. Ja, das ist ja langweilig. Da haben wir uns verlobt. Da wurde ich an die Kette gelegt. Ja, genau. So,
Ja, dann warten wir mal ab, bis die Fähre drüben ist. Noch 4,2 Kilometer laut Navi. Und ja, wir sind gespannt, wo wir dann landen. Auf jeden Fall traumhafte Landschaft hier. So, wir sind angekommen. Irgendwo im Nirgendwo. Und zwar haben wir jetzt einen Parkplatz direkt an der E39 hier gefunden, dank Park4Night. Hier werden wir, wie man sieht, es ist alles schon umgeräumt, definitiv eine Nacht verbringen. Ich denke auch mal, das wird nachher ruhiger werden, dass auch nicht mehr so viele Autos fahren. Ja. Und selbst wenn, das Auto schirmt relativ sehr gut ab. Ich wollte gerade sagen, es geht aber alles. Also so kann man es, kann man nicht sagen, es geht alles sehr gut. Ja, wir werden jetzt gleich etwas zum Essen kochen, ein Wein genießen und dann mal schauen, ob wir noch einen Film schauen oder ob wir uns relativ zu Bett legen, das wissen wir noch nicht. Muss man mal sehen. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. So, gegessen haben wir. Das Bett wird gebaut. Wir haben es 7:30. Wollen jetzt noch einen Film schauen. Oh, und dann war es das heute schon. Wir haben viel erlebt. Wie gesagt, nochmal eine schöne Ausfahrt aus dem Geirangerfjord, Adlerstraße und dann die Atlantikstraße. Also wirklich viel, viel erlebt. Das müssen wir auch alles jetzt erstmal verarbeiten. Und dementsprechend sagen wir gute Nacht und bis morgen. Tschüss.